Und damit ein herzliches Willkommen und Hallöchen an die Seite von YouTube. Wir befinden uns heute im Tag 4 von Satisfactory, wieder mit dabei das Glühbirnchen. Mahlzeit. Oh, das war gerade sehr leise. Er hat Mahlzeit gesagt, so ganz komisch betont. Und ja, bist du immer noch leiser. Hasse mein Headset langsam. Ja, kauf da mal so ein 5000 Euro Mikrostudio. Jo, sponsor mich mal. Was? Ich schau mir Sau. Ich kann mir nicht mal einen Friseur leisten gerade. So, ja. Das war übrigens gerade laut. Genau. Unsere Pläne heute sind zwischen dies und das und jenes und das andere und noch ein paar mehr Dinge. Tatsächlich wollen wir es heute schauen, dass wir erreichen, dass wir Tier 5, 6 freischalten. Und zwar ohne Handcrafting, sondern dass alles automatisiert hergestellt wird. Und sogar automatisch zugeführt. Jo, das sind unsere Ziele für heute. Heute ja hier gerade Freitag, der 24. Falls es jemanden interessiert. Da unten hat jemand gemalt. Das ist mir letztens gar nicht aufgefallen. Das habe ich dann beim Schneiden gesehen. und ich bin noch kurz 2 Minuten, dann bin ich auch im Game drin. Jojo, nur keine Eile. Also Platz haben wir ja mittlerweile genügend. Wir werden heute auf jeden Fall damit beginnen, damit wir da hinten unser unser Prototypteil da oben Stahlherstellung, dass wir die ordentlich bauen. Mal gucken, wo wir das dann genau machen. Und genau, ich will dann da hinten schauen, dass ich meine Eisenschmelze, von der ich seit 3 Tagen Rede mache. Und ja, dann so allmählich hingehen und hier eben auf Tier 5, 6, dass das Zeug hergestellt wird. Und ich kann das runtergehen hier immer noch nicht. Das ist ja furchtbar. So, ich glaube, das ist meiner, ne? Nein, das ist nicht meiner. Ich hab ja auch mal so ein Gefährt, ich weiß das. Wo steht das? Da steht's. Mal gucken, ob Springen heute funktioniert. Ja, super. Ich sollte das nicht jetzt aufmachen, du solltest einsteigen, du Depp. Aber das ist meine Kiste. So, fahren wir mal. Die Dumme. Hier, Zement ist hier voll. Ah, hoch, 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 hoch. So, schauen wir mal darüber. Ich habe diesmal auch nichts laufen lassen oder so. Ich finde das halt lustig, wenn hier Zeug durchspawnt, ne? Ist normal. So, fahren wir mal hier herüben. Ah, aber so wegfahren kann nicht. Ah, bei dem ging's. So, das da oben soll dann bearbeitet werden bzw. umziehen. So, also hier kommt auf jeden Fall genügend an. Das ist schon mal schön. Dann sollten da hinten mittlerweile die Bufferlager auch voll sein. Und rückwärts. Mal gucken, eventuell gehen wir heute auch wieder ein bisschen durch die Landschaft.
Also man muss sich hier auf jeden Fall, man darf da nicht zu, man steigt immer auf der rechten Seite aus. Man sollte da nicht zu nah am Abgrund packen. Okay, noch nicht einmal. Ach stimmt, weil der nicht genügend herkriegt. Okay. Das wird langsam leer. Na guck doch mal, der Glühwürmchen ist da und da hängt es aber gerade echt. Wow. Wie das hier gerade ruckelt, wenn du beitrittst. Oh, das kann vorkommen. Oh, noch so viel zum Zubauen. Sind wir noch eine Weile beschäftigt hier, denke ich mal. Ist auf jeden Fall. Bin dann gespannt, wann der erste Patch kommt, wo es dann heißt, sorry Leute, nicht mehr kompatibel. Bin ich gespannt. So, dann gehen wir mal googeln. Okay, der ist voll. Naja, das war eigentlich... Würde ich sagen, geben wir dem hier mal Gas, oder? Ach, das ist sogar nur ein Zweier. Egal, hier raus ist ein Dreier. Hier ist... Okay, dann müssen wir dann mal googeln. So, schauen wir mal erst einmal, wie man das mache. Wenn dann irgendwann das Flügelchen da ist. Unterwegs. Das hier ist alles... Hier haben wir nur 66, 45, Kannst du mal Schneckchen mitbringen? Ich fahr zurück. Also die Boost-Teile, immer mindestens 6 Stück. Mhm. Wobei besser 9. Weil definitiv reicht die Ding nicht mehr. Die Eisenerz. So. So. Selbst die zweite hat bereits nur noch... Die erste hat 100%, die zweite hat dann nur noch knapp 90%. 42 und 42 haben die hinteren. Das ist ja jetzt nicht so geil. Warum ist meine CPU bei 80%? Ah, ich glaube, da kommt er schon. Ah, oder auch noch nicht. Stimmt, genau. Wir haben jetzt auch eine geile Karte. Hier nach Süden. Da sind wir noch gar nicht lang gelaufen, ne? Groß.
Ja, müssen wir da mal gucken. Nicht mehr viel da. Wo bleibt er denn? Wo bleibt er denn? Mittlerweile ist er da hinten. Hier. Ja. Stromreserven haben wir noch ein paar, da würde ich sagen, die drei Miner hier. Auf jeden Fall gleich mal ordentlich Schnecksche boosten. Und das hier ist jetzt aber auch wieder so ein Phänomen, dass das, wenn es MK3 bindet, bei MK2 eventuell, wenn es ein bisschen langsamer geht, dann könnte es wieder reichen. Wo wir letztens noch gesprochen hatten. Ja, der erste hat halt 100, aber da hinten kommt dann zu wenig an. Das doch mal, hau mal in beide jeweils drei Batterien rein. Allein mit dem einen sieht es schon ganz anders aus. Bis nach dem Fusion Age ist ein Dreier, ne? Ja. Ja. So, und jetzt müsste der dann hier gleich ganz anders ausgucken. Ah, jetzt ist hier auch überall. Na, jetzt geht's hier hoch. Ich glaube, jetzt geht beides hoch. Luft hätten wir auf jeden Fall auch noch, dass wir sagen können, wir können eine Gießerei auf 200 hochtakten. Ja, jetzt müssen wir dann, ja gut, wobei von hinten soll es rein. Probieren wir bei der ersten. Hau da mal rein. So, mal gucken. Ja, das sollte auf jeden Fall reichen. Hast du die zwei Zulieferbänder auf MK2 hochgetaktet, hochgebastelt? Weil sonst kommt er mit dem Transport nicht hinterher. Ja, das ist klar. Okay, jetzt kriegt das aber hinten nochmal raus. So, dann mache ich hier die Zwischenteile mal. Wie ist das Ding da jetzt? Boah. Ich kann die Zwischenbänder hier nicht abnehmen. Das ist doch zum Kotzen, ey. Okay, wir merken, wenn man die irgendwann appen will. Ah,
das kriegt er hier wieder alles weg. Ja, da müssten wir jetzt eigentlich den in der Mitte müssten wir eigentlich abreißen. Weil? Ja, damit wir die Bänder zwischendrin, weil die sind jetzt noch MK2. Wie viel Inventar hast du? Weil ich krieg die nicht. Vielleicht bin ich nur zu blöd dazu, aber ich krieg die auch nicht. Ich krieg die auch so nicht gegriffen mit Abbautool. Kriegst du auch nicht, oder? Sag ja, die neuen Snap-Points, die sind echt scheiße. Na, warte. Mach mal so. Oh, ich bekam die Kohle sogar rein. Die Kohle, sage ich schon, die... Hallo? So. Dann nehmen wir mal hier MK3. Ah, Mann, jetzt. Sag einmal. Oh, ich krieg die so nicht verbunden. Was denn das? Ah, ich krieg die so nicht verbunden mit dem. Der will sofort hier rausgehen. Ey, beim letzten Mal ging das doch. Hier ist nämlich gar kein Ding mehr verbunden. Reicht den zweiten Container gut ist. Ja. So, dann ziehen wir mal das da alles hier rüber. Gut. Kann man die mittlerweile so upgraden? Jo. Ah, okay. Haben sie ganz gut gemacht. Deswegen mache ich das auch meistens so, ich mache mir erstmal bloß einen ganz normalen MK1-Aufzug und sieht dann im Endeffekt, je nachdem, wenn ich halt mehr brauche oder weniger brauche, die entsprechende Stufe. Ja. So, das hier ist normales Förderband. So, nun reichen die hier auch auf jeden Fall. 100%, 100%, 100%, na, so muss das. Das nicht schick. Ja. So, wie viel haben wir hier schon? Oh, da haben wir schon gut was.
Den halben Container kannst du mit dazu rechnen, weil da habe ich mir gerade 600 rausgenommen. Oder 700. Ja, ja, ich habe bei mir auch noch welche drin. Zwei, ja, nur 100. Was habe ich denn hier? Kohle. Ja, okay, aus den 600 mache ich lieber 1000 raus. Ja, wenn wir es dann eh noch brauchen. So, wie machen wir denn das jetzt? Wo bauen wir Stahl hin? Ich schätze mal, wir wollen ja sowieso mit den Barren an sich raus, ne? Genau. Wobei ich mir... Entweder schicken wir das über das über den Weg nach hinten zurück zur Base und verarbeiten es dort. Oder wir zimmern halt gleich gegenüber gleich schon mal die Fertigung. Ja, ich würde sagen hier, oder? Hä, wieso sehe ich mein Ding nicht mehr? Na, deinen sehe ich. Ja, das ist so eine Anzeige manchmal. Ja. Genau, so dahin. Ist noch gewesen. Weil ich würde, hat auch den Grund, weil wir hier ja die Ding haben. Dann könnte man den nämlich auch gleich hier rein, genau, und können dann gleich in Case Steel mitmachen. Ja, brauchen wir den Beton aus der Zentrale holen, im Endeffekt. Genau, das war so der Grund. Oder der Hintergedanke daran besser. Mhm. So, das ist eine normale sogar. Sehr schön. Jo, dann würde ich sagen, wo sind wir denn da? Wir haben hier nur Platz, ne? Genau. Würde ich sagen, nehmen wir den doch. So, wenn wir dann haben, da hinten haben wir nur Kupfer, das können wir auch hier herleiten. So, da hinten. Sollten wir da mal was brauchen. Oder ansonsten können wir es hier rüber dann einfach mit in den Ding einfädeln und rüber. So, jetzt ist die Frage. Ich mach nur kurz den Relock. Jo. So, mal umpacken. Umpacken hier. So, jetzt wenn man hier sagt, mal angenommen, genau, was kosten denn die Industrial und okay, da kümmern wir uns später drum. So. Dann so kommt man hier rein. So, wie viel haben wir eigentlich hier? Ein bisschen habe ich noch. Oh, Platten habe ich nicht mehr so viele. Warum habe ich Schrauben? Ich habe keine Ahnung mehr. Okay. Dann haben wir hier das Problem.
Wir müssen erstmal Strom verlegen. So. Jawohl. Dann haben wir hier Platz. Machen wir die Kiste hier mal auf der Seite. So, dann gucken wir mal. Dann brauchen wir so. Jawohl. Und dann. Machen wir dich mal 8. Dich machen wir 9. Ich dachte mir mal so die erste Batterie. Was soll da rauskommen? Ja, also entweder macht man komplett alles Steelbeam oder man teilt auf. So viel Steelbeam werden wir aber nicht brauchen wahrscheinlich. Ja, dann denke also ich mal, sind jetzt genau 8 Stück, dann würde ich sagen 4 Stück. Ja, wobei Steelbeam brauchen wir ja für das Ding, wieder für das Rezept. Auch wieder, ja, wobei, warum habe ich ihn die gerade so mit? Das ist ja die Frage, machen wir die so oder stellen wir die noch eine Foundation weiter dahinter? Weil so viel Platz hier für Bänder etc. da brauchen wir eigentlich nicht, ne? Schieben wir die nach vorne an. Ich würde sagen hier hin, da. Also jo. Eine Foundation wäre Druck. So, dann machen wir das hier gleich mal schick. Jawohl. Einer geht noch. 7 fehlt einer. Genau. Da war ich mir gar nicht sicher. Ja doch, wo 8 Stück. Ich weiß nicht, warum ich gerade mit 7 im Kopf war. Alter, lässt der mich da schon wieder nicht rein, oder was? Ah, jetzt da.
Oh, da haben wir ja noch welche. So, dann Abella. Dann würde ich sagen, ja, das ist jetzt doof.